damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und PlayerGaddon. Und ja, wie ihr auch der Folge entnehmen könnt, startet jetzt das Loot-Turnier in 3, 2, 1, Kampf finden. Okay, 3, 2, 1, go. Ab jetzt habe ich 20 Minuten. Also, das Ziel der Loot-Challenge ist es halt, so viel Loot wie möglich zu sammeln. Jetzt, das machen wir so, wir machen sozusagen eine Kooperation mit verschiedenen Kanälen. Die Kanäle, die in der Loot-Challenge mitmachen, findet ihr unten in der Beschreibung. Und hier hätten wir doch schon mal was. Ich weiß nicht, ob das Dunkle mitzählt. Aber selbst wenn, das Dunkle ist ja nicht so viel. Ah, lohnt sich das? Ne, wir suchen weiter. Ich will nicht allzu viel Zeit verplempern. Joa, ich habe das Video, das werde ich jetzt ganz spät erst hochladen. Eigentlich sollte man montags ab 16 Uhr die Loot-Challenge hochladen. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen verspätet. Ich bin auch später reingekommen. Also unten ist auch die Liste, wie viel die anderen schon an Loot... an Loot gefarmt haben. Aber ich bin noch nicht drin, also nicht wundern. Ich bin so ein Spätzünder sozusagen. Ich habe Dennis noch vom MediaTV gefragt, ob ich eventuell mitmachen kann. Und er hat ja gesagt. Das war wirklich ganz lieb. Also ein großes Dankeschön an ihn. Und ja, jetzt nehme ich halt teil und räume die Bude auf natürlich. Ich glaube nicht, dass wir gewinnen werden, da ich im momentan wirklich gar kein Loot-Glück habe. Aber man kann es ja probieren und den will ich auf jeden Fall snaggeln, den Gegner, da er relativ viel Loot hat. Ich habe noch einen Drachen-Clanburg in der Clanburg. Das müssen wir gucken. Ja, richtig nice. Das meiste haben wir doch rausgeholt. Und das fängt schon mal sehr gut mit der Loot-Challenge an. Aber gewinnen werden wir auf gar keinen Fall, glaube ich. Also was ich da schon bei den anderen gesehen habe, wie viel Loot die geholt haben. Ich glaube, Dennis ist gerade am Führen. Er hat, glaube ich, schon 2 Millionen gesammelt, aber das ist schon richtig heftig. Wie viel er gesammelt hat, das ist schon... Alter, alles geholt, das ist richtig nice. Das, und mein Barbarenkönig lebt sogar noch für gleich, oder? Ja, eventuell 2 Tellereisen, aber das macht dem Barbarenkönig ja gar nichts, da ja... Keine Ahnung, 60 Tonnen wiegt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr viel. Nein, ich habe vergessen, ihn zu zünden, egal. Er wird maximal 30 Sekunden schlafen und über 400.000 Loot haben wir schon mal gesammelt und schnell zurück ins Dorf. Naja, geboostet hatte ich die Kaserne ja schon davor. Joa, also eigentlich müssten wir hier schon einiges rausholen können. Wann werde ich die Folge genau hochladen? Wahrscheinlich jetzt, heute ist Dienstag. Es ist ungefähr 17 Uhr. Es ist genau 17.22 Uhr. Ich muss gucken, wann ich die Loot-Folge hochlade. Am besten, glaube ich, abends. Aber abends ist mein Internet immer so beschissen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja, die Telekom meint ja, es wäre normal. Wir können ja noch ein bisschen was zu meinem Dorf sagen, solange wir auf die Truppen warten. 20 Minuten hat man Zeit. Ja, ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Ich weiß nicht ganz genau, was ich jetzt schon erwähnt habe, aber das spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall sind jetzt schon alle meine Luftabwehren jetzt auf Max. Habe ich schon erzählt, oder? Boah, ich wiederhole mich, ey. Wenn ich schon 80 Jahre alt wäre. Auf jeden Fall ist heute Abend schon der erste Bogenschützenturm auf 11 fertig. Jo, auf 11 sieht er ja schon richtig knackig aus. Macht auch so viel Schaden, glaube ich, wie die Kanone. Ja, Moment mal. Ja doch, 75 Schaden macht er dann heute Abend. Joa, also wenn man so sieht, ist meine Base bald schon von der Verteidigung her max out, ne? Joa, ich glaube schon. Was ich noch upgraden muss, halt die Bogenschützentürme. Und die X-Bows, das war's. Und die Magertürme natürlich. Und die X-Bows, Magertürme und Bogenschützentürme. Und dann wäre ich schon durch. Und ja, meine Eltern haben sich jetzt anscheinend dazu entschieden, Staub zu saugen. Oh, ich will keinen Cut machen, denn dann denken die meisten halt, dass ich betrogen habe und so. Und dann, ja, ist ja auch scheiße. Boah, müssen die jetzt erst Staub saugen. Ich bin den ganzen Tag nicht da und wenn ich dann da bin, dann, nee. Ich sag lieber nichts dazu. Ich glaube, ihr kennt die Elternlogik. Cutten will ich jetzt auch nicht, da man ja dann leicht betrügen könnte. Also müssen wir über einige Themen reden. Oh. Ja, also morgen, ich weiß noch nicht, ob Five Nights at Freddy's wirklich rauskommen wird. Ich glaube, für die meisten ist es auch langweilig, immer die fünfte Nacht zu sehen. Ich finde das auch ein bisschen schade. Also ich glaube, die meisten sehen meinen Channel als Clash of Clans Channel an und das finde ich wirklich schade, da ich ja auch andere Projekte habe, wie jetzt zum Beispiel FIFA. FIFA kommt überhaupt nicht gut an. Ah, das ist mir eigentlich auch... Ja, also sozusagen, YouTube ist inzwischen schon mein Hobby geworden. Ich mache das ja seit dem 31.10. inzwischen. Ja, das sind schon... Warte mal, wir sind gerade im Mai, also ich mache das schon bald seit einem halben Jahr und das ist wirklich schon zu einem Hobby geworden. Natürlich will man als YouTuber auch, dass man, ja, dass seine Videos angeschaut werden und dann ist das auch ein bisschen schade, wenn man 180 Abonnenten hat und dann nur 20 Aufrufe bei so einem FIFA-Video, also merkt man schon.
Also, Clash of Clans, wirklich großes Dankeschön, das boomt richtig. Das ist unglaublich, wie viele Leute sich das angucken. Das letzte Go Wipe Video schon wieder hatte über 116 Aufrufe, also das ist schon richtig heftig. Nur FIFA, also Five Nights at Freddy's kommt auf jeden Fall besser an als FIFA, wahrscheinlich weil das so ein Horror-Indie-Game ist. Und ja, die meisten ist einfach nur lieben. Junge, staubsaug doch nicht so laut. Ich glaube, die meisten lieben es nur, mich so leiden zu sehen, wenn ich so rumschreie. Boah, ich hoffe, man hört das nicht. Ich will jetzt auch nicht cutten, denn da könnte man sagen, ich betrüge oder so. Alter, ja, dann muss ich das irgendwie mit Sprechen übertippen. So, gecuttet habe ich das nicht. Ich habe jetzt einfach nur, ja, meinen Ton rausgeschnitten, da meine Mutter ja sich dazu entschieden hat, mein Zimmer zu stürmen, während ich ein Let's Play mache, um mein Zimmer zu staubsaugen. Ach ja, ein richtiges Staubsaugen war das jetzt auch nicht, egal. Wir schweifen vom Thema ab und ich sollte mich ein bisschen beeilen, um Loot zu sammeln. Das wäre hier fetter Loot, aber wir kommen leider nicht ran. Das ist echt schade, dass wir da nicht rankommen. Hier schon wieder kein Loot. Alter, der Loot ist so scheiße bei mir. Wirklich. Ich will die Challenge verlieren. Ich glaube, wenn ich Vorletzter werde, wäre es schon nice. Aber, ey, diese Push-Up-Benachrichtigungen nerven auch zu stark. Wieder kein Loot. Loot, Loot, wo bist du? Alter, das ist ja echt beschissen. Weißt du, die anderen irgendwie müssen dreimal suchen haben von beiden 500.000 und bei mir? Ja. Ja, 500.000 für beide ist ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Alter, Loot, wo bist du? Wo bist du, Loot? Ja, 30.000, das lohnt sich nicht. Loot, Loot, Loot. Ah, scheiße, wir suchen schon seit circa 7 Minuten. Also nur noch 13 Minuten und wir haben bis jetzt erst 400.000 gesammelt. Und die anderen haben ja schon bei einer 2 Millionen gesammelt oder so. Oder wie viel war das? Weiß ich nicht ganz genau. Ich will jetzt auch nicht nachschauen mitten in der Aufnahme. Könnte ich aber machen, aber mache ich aber nicht. Da ich ja den Ton auf dem PC separat aufnehme und ja. Oh, das ist so fetter Loot. Sollen wir es probieren? Sollen wir es probieren? Oh, der Grad ist hochgegangen, aber die Verteidigungen sind schon so hoch. Ich darf nicht so lange überlegen. Nee. Ich verscheiß sowieso nur wieder mit Bartsch. Das ist hier auch zu wenig Loot. Alter, was ist das denn für Scheiß-Loot? Da boostet man die Kasernen und dann ist einfach nur so Müll drin. Egal. Ich glaube, nächste Woche für die Loot-Challenge habe ich sowieso mehr Zeit, da ja Osterferien sind. Und mein Praktikum endlich vorbei. Ja, was heißt ja endlich, ne? Aber ich vermisse schon, die Schule vermisse ich schon ein bisschen. Allein schon wegen den ganzen Freunden und so. Ich meine, die Schule ist ja auch schon was anderes als ein Praktikum und das Arbeitsleben. Das Praktikum ist ja einfach so eine Chance, mal in das Arbeitsleben reinzuschnuppern. Den nehmen wir jetzt einfach, ist mir egal, bevor wir nichts finden. Wir setzen noch nicht alle Truppen, ist mir auch egal, ob wir Minus-Pokis machen. Ich bin sowieso nicht auf Poki-Jagd, also Road to Master wird sowieso noch ein bisschen dauern, erst wenn meine Verteidigungsanlagen auf Max sind. Denn die Mauern kann man immer zwischendurch machen. Ah, die Verteidigungsanlagen, das wäre auch schon nice, so, wenn man Max Verteidigungsanlagen hat. Anlagen? Verteidigungsgebäude, sagen wir es am besten so, Anlagen. Ich bin schon voll im Bankfeeling. Ja, da hat es ja auch nur Vorteile, wenn man dann auf Road to Master macht, denn dann kann man auch verteidigen und nicht nur einstecken. Denn ich meine, wenn man jetzt mit einem schlechten Dorf, mit schlechten Verteidigungsgebäuden hochgeht, dann ist das schon sehr schwer. Da muss man den ganzen Tag online sein, aber wenn man ein geiles Dorf hat mit guten Verteidigungsgebäuden, dann kann man sich auch hochdeffen. Okay. Ich glaube, den Loot, den ich gesammelt habe, werde ich auch am Ende der Folge einfügen. Also ich werde alles zusammenrechnen. Ich werde es euch nochmal genau zeigen, was ich genau gesammelt habe. Damit man noch nicht betrügen kann. Ah. Werden wir probieren. Eine Luftabwehr ist sogar im Ausbau. Im Notfall habe ich sogar noch einen Drachen drin.
Spacht, Spacht, Spacht. Der hat sogar Verteidigungstruppen, aber da scheint nichts Gutes drin zu sein. Also nichts Starkes zumindest. Das sind Barbaren Level 5, ne? Ja. Boah, das sieht so schlecht aus im Moment, egal. Jetzt, da sind sogar noch Schweinereiter. Yeah, danke schön. Die Schweinereiter bringen uns nicht viel, aber... Ja. Weißt du, der Bogenschützenturm geht auch direkt auf die Schweinereiter drauf, statt auf den Barbarenkönig oder auf die Bogenschützen. Nein. Ich glaube, der Drache wird einiges reißen, bis auf die Luftabwehr da außen. Die kann uns doch zum Verhängnis werden. Okay, wenn der Drache die Minenwerfer ausnockt. Ah ja, ich hätte noch eine Frage. Zählt der Loot-Bonus eigentlich dazu? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ah, Mann. Geh doch aufs Elixierlager. Bitte geh aufs Elixierlager. Ja, ja. Hol das meiste raus, bitte. Hol das meiste raus, Drache. Sehr nice. Okay, schon bald 11 Minuten. So, Barbarenkönig, das schaffst du. Go. Hol Loot. Hol Loot. Okay, die Bomben in der Mitte machen uns gar nichts. Also der Barbarenkönig auf 10 hält schon einiges aus. Ach ja, die Bestrafung für die Challenge. Ja, die wird demnächst noch kommen. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich einen Vorschlag nehme, 4 Tage lang die Minen und Sammler an den Rand zu stellen. Das wird so wehtun. Und dann werde ich euch noch in der Folge alle Verteidigungen zeigen, wie viel Loot mir insgesamt geklaut wurde. Ich glaube, ich mache das so am Ende der Challenge. Aber ich zeige euch zwischendurch mal ein kleines Zwischending, um zu zeigen, dass ich nicht betrüge. Dass ich die auch nicht leere. Okay, das geht, egal, weiter geht's. Wir müssen hier noch ein bisschen Loot sammeln. Alles, ja, wir können hier leider im Moment nichts senden, aber egal. Ich meine, wir haben schon genug gespendet für diese Saison, oder? Ich glaube bald 300. Ja, man kann nie genug spenden, aber 300 ist auch nicht von schlechten Eltern, würde ich sagen. Ist nicht von schlechten Eltern, auf gar keinen Fall. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, genau. Ich glaube, alle YouTuber, die an dieser Challenge mitmachen, haben noch nicht mal angegriffen. Also Pucki hat angegriffen, Fleoneo hat angegriffen, Dennis hat angegriffen, dann Seo irgendwas hat angegriffen und dann gab es noch einen Elefantisch oder so. Auf jeden Fall werde ich die unten alle in der Beschreibung verlinken. Und dann auch noch die Tabelle. Aber in der Tabelle bin ich, wie gesagt, noch nicht eingetragen, da ich ja ein Spätzünder bin, sozusagen. Okay, alles. Ja, wir werden dir leider nichts spenden, es tut mir wirklich leid. 310 haben wir schon gespendet, aber 305 erhalten. Na, Mist, dann müssen wir spenden, egal. Egal, egal. Riesen ab Level 6 habe ich nicht. Alles Barbaren Level 6 gehen noch immer. Okay, worüber können wir noch reden? Ey, 1 Million Gold. Yay. Okay, noch 3,5 Millionen, da können wir den nächsten Bogenschützenturm upgraden. Okay. So, dann hätten wir schon 3 im Ausbau oder fertig. Einen habe ich dann fertig und dann hätte ich 2 im Ausbau. Ich wollte heute Abend sowieso nochmal boosten. Ist gerade 27 Minuten vor 6. Und diese Push-Up-Benachrichtigungen nerven gewaltig. Die nerven wirklich gewaltig. Aber ich weiß auch nicht, wie man das ausstellt. Es kam einfach mit Android 5.0. Aber egal. Ich meine, wenn ich nicht so oft angeschrieben werde, stört es auch nicht so sehr. Im Übrigen, wie man auch sieht schon am Anfang, vielleicht haben es einige gemerkt, meine Clanbook ist auf 5 fertig geworden. Ja, 30 Platz, 1,65 Millionen kann ich lagern und 6600 Dunkles. Im Übrigen wurde der Clankrieg wieder gestartet, beziehungsweise wir haben schon wieder einen Gegner bekommen. Ich glaube, ich werde die 1 versuchen mit Balloonion. Das ist doch eine nice Taktik, gut Englisch. Ja, ich werde hier auf 2 Sterne gehen, natürlich. Also das Rathaus müsste ich eigentlich fällen können. Moment mal, wann ist meine Queen fertig? Fuck. Ich muss auf... Meine Queen ist sehr wichtig für den CW. Egal, ich glaube, ich werde es auch ohne schaffen. Da muss ich irgendwie was Gutes in der Clanburg haben. Ich weiß nicht. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, mit was ich die 1 angreifen soll. Mit Go Wipe, Balloonion oder Go Wipe. Ja, also ihr könnt mir einen Vorschlag machen, was ihr empfehlen würdet. Ich habe euch den Gegner nicht ganz gezeigt, aber das werde ich gleich wiederholen. Aber wir müssen ja jetzt einen neuen Gegner suchen. Okay, kein Loot. Okay, schon seit 14 Minuten, also noch circa 6 Minuten für die Loot-Challenge, habe ich Zeit. Das Loot-Turnier sozusagen. Loot-Challenge, Loot-Turnier. Der hat Loot. Das Problem ist, ich komme nicht ran. Ah, fuck. Gibt's denn hier keinen AFK-Spieler, der alles in die Minen und Sammlern hat? Nee, natürlich nicht. Also, ich habe wieder sehr viel Glück. Ja, what the fuck-Base, aber leider ohne Loot.
Ist immer schön, wenn man so eine What the Fuck Base sieht mit sehr viel Loot und ich wollte auf weiter drücken. Den nehmen wir. Der hat viel Gold, aber wenig Elixier. Das ist jetzt egal. Ich glaube, ich würde ihn sogar so angreifen, wenn ich booste. Wir werden, glaube ich, ein bisschen mit den Pokalen runterdroppen, da ich ja nicht die ganzen Truppen setze. Ich will ja nur den Loot haben und das war's dann auch schon. Also die Pokale. Ah, nein. Fuck. Seht es euch an. Goldminen in der Mitte. 44.000, das ist nicht viel, aber einiges. Ah, ist mir jetzt auch egal. Ist mir jetzt auch. Ah, die Pokale hätten wir nur mitnehmen können. Egal, egal. Wie gesagt, am Ende werde ich noch einblenden, wie viel ich genau in dieser Folge gesammelt habe. Dann kann dieses Ergebnis ja von Dennis in die Tabelle eingetragen werden. Er ist ja der Leiter des Turniers. Nee, Lakaie wollte ich nicht machen. Wobei, das wäre eigentlich ein Vorteil. Bam! Die dunklen Kasernen boosten, die normalen Kasernen boosten, mehr teuer von den Juwelen. Aber das Armeelager wäre schneller voll und 16 Minuten gleich. Okay, ein bisschen Beeilung. Clemens, warum bin ich im CK? Ich bin noch auf Rot gestellt, weil ich dich angemacht habe. Zweideutig vor the Rin. Okay. Ja, worüber können wir noch reden? Ich habe keine Ahnung. Immer neue Projekte auf dem Kanal. Wenn ihr irgendwelche Spielevorschläge habt, irgendwas, dann schreibt es mir noch unten in die Kommentare. Ein Fan von mir hat mir ja auch vorgeschlagen. Der hieß Phil. Hallo Phil, ich grüße dich jetzt so im Video. Er hat mir auch vorgeschlagen, League of Legends. Wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr es mir auch ruhig in die Kommentare schreiben. Ich weiß, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich will es erstmal antesten. Wenn es mir Spaß macht, werde ich es Let's Playen. Wenn es mir keinen Spaß macht, dann werde ich es nicht Let's Playen. Ist ja logisch. Ich meine, das Let's Playen hat auch sehr viel mit Spaß zu tun. Ich finde, das sollte mehr mit Spaß zu tun haben, als nur als ja, Abo-geil zu sein. Yo. 17 Minuten, scheiße. Ich soll nochmal angreifen, oder? Ja, ich muss angreifen, verdammt. Egal, wir greifen jetzt einfach an. Die Truppen können ja im Hintergrund nachproduziert werden, sozusagen. Ach, kein Loot, kein Loot. Ich brauche Loot. Wieder kein Loot. Wir brauchen mal so einen AFK-Spieler mit 300.000 für beidem. Das wäre mega geil. Aber leider sind solche Spieler extrem selten. Ich hoffe auch, dass mein Aufnahmeprogramm jetzt nicht abgekackt ist. Das wäre sehr bitter. Dann habe ich 20 Minuten wieder, was heißt hier wieder? Naja, das passiert selten, aber wenn es passiert, ist es bitter. Und es wäre noch bitterer bei einer 20-Minuten-Folge, wenn das sowas passieren würde, ey. Okay, ich brauche Loot. Ich brauche sehr dringend Loot. Ah, das war in den Lagern. Da war viel zu viel in den Lagern. Nope. Nein. Nein. Aber wir gehen mal wieder zurück, um ein paar Truppen wieder mitzunehmen. Die werden ja im Übrigen, falls es einige unter euch gibt, die es noch nicht wissen, wenn man jetzt Truppen in den Kasernen hat, die noch ausbilden, dann werden die weiter ausgebildet sozusagen. Und wenn man angreift, ja, wenn man angreift, werden die weiter ausgebildet. Und wenn man zurück ins Dorf kommt, sind die Ausgebildeten dann halt schon in der Armeelager. Also das ist schon ein Vorteil. Okay. Ich frage mich, wie viel wir jetzt schon gesammelt haben. Okay, 18 Minuten, also weniger als 2 Minuten noch. Also einen Angriff will ich auf jeden Fall noch machen. Ist mir auch egal, wie wenig ich dann raushole. Ah Mann, ich brauche Loot. Aber 30.000 von meinem ist kein Loot. Ach, das ist auch kein Loot. Boah, Digga. Los. Give me Loot. Los. Oh Mann. Ich will ja auch nicht verscheißen. Ich hasse es, wenn man verliert. Dann muss ich bestimmt wieder so eine beschissene Bestrafung machen. Ach, Internet, beeil dich. Scheiße, jetzt gleich schon 19 Minuten. Ich habe noch eine Minute. Go, 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 go. Kein Loot. Im Notfall greife ich irgendeinen an. Probieren wir jetzt einfach. Wir werden wir auf gar keinen Fall schaffen. Ich habe schon einen Fehler gemacht. Da ich es nicht getestet habe, ob er jetzt irgendwo Riesenbomben hat. Aber der Vorteil ist, ein Bogenschützenturm ist im Aufbau und sogar ein Minenwerfer. Und wenn ein Minenwerfer bei Bartsch im Ausbau ist, oh, wir holen hier null Loot raus, null. Oh oh. Es fängt gleich an, es fängt gleich an. Also die 20 Minuten sind gleich um. Bitte nur ein Lager, holt nur ein Lager ein. Oh, das ist alles in der Mitte, er hat die Blitzzauber dabei.
Ach scheiße, jetzt habe ich die Zauber total vergessen für die Challenge. Egal, der nächste Monat ist... Der nächste Monat, genau. Der nächste Montag ist ja noch da. Los, hol noch ein Lager. Ich weiß nicht, ob das Loot zählt. Wir haben jetzt noch 14 Sekunden. Los, los. Ich weiß nicht, ob der restliche Loot zählt. Ich will mich auch nicht an die Regel irgendwie verstoßen. Aber wenn wir den angegriffen haben, müsste das eigentlich noch zählen. Also, wir holen hier sogar noch einiges raus. Die 20 Minuten sind jetzt auf jeden Fall um. Ich weiß nicht, dann muss ich Dennis fragen, ob das noch zählt. Im Notfall ziehen wir es eben ab. Wäre aber bitter, denn jetzt sind wir nur sogar noch an die Lager gekommen und haben noch einiges rausgeholt. Aber ich glaube, den Angriff habe ich ja vorher gestartet. Dann müsste er eigentlich noch zählen. Ja, sehr nice, sehr nice. Jetzt haben wir sogar hier noch ganz viel rausgeholt. Boah, richtig fett, würde ich mal sagen. Über 200k wieder von beidem. Ja, damit wäre die Folge gleich sogar zu Ende. Alter, wie schnell die 20 Minuten umgehen, kann man sich gar nicht vorstellen. 290k Gold, 179k Elixier, das ist auf jeden Fall fetter Loot, den wir hier geholt haben mit Bartsch. Ich hätte nicht gedacht. Bogi ist ab Level 5, kriegst du auch, lieber Clemens. Wenn du die Bogenschützen willst, kriegst du die natürlich auch. Ich werde jetzt wieder ein paar Barbaren und Bogenschützen nachproduzieren, da ich ja jetzt nach der Aufnahme noch ein bisschen Bartsche. Wenn ich schon mal die Kaserne geboostet habe, kann man es auf jeden Fall ausnutzen. Ich habe ja auch noch ein paar Juwelen auf der hohen Kante, 1007. Jo, dann würde ich auch sagen, das war's dann für die erste Folge des Loot-Turniers. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Folge mehr des Loot-Turniers verpassen wollt, lasst doch ruhig auch ein Abo da. Ja, genau. Auf jeden Fall, jeden Montag ab 16 Uhr wird eine Folge rauskommen. Und schaut doch mal auch auf den anderen Channels nach, wo das Loot-Turnier stattfindet. Und ja, in den 6 Wochen werden wir sehen, ob ich Letzter geworden bin oder nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.